Huch! Was soll denn das? Du weigerst dich? Es ist sein Heimatort. Er ist in seinen Heimatort Luin zurückgekehrt. Ich bitte dich, das Meer ist momentan voller Riesenmonster. Es ist gefährlich und ich werde dich doch nie in Gefahr bringen. Also lass ich dich nicht an Bord. Aus Ende. Na schön, dann gib diesen Brief für mich ab. Nein, warum sollte ich dem Liebesboten für meinen Rivalen spielen? Also wirklich, hör auf zu jammern. Daneben nicht. Jeder, entschuldigt mal. Wer, wir? Seht ihr sonst noch jemanden? Würdet ihr wohl diesen Brief für mich zu Ifrit nach Luin bringen? Wie sollen wir das anstellen, wenn wir nicht über den Ozean kommen? Wenn ihr den Brief abgibt, bringe ich Max dazu, euch in sein Boot mitzunehmen. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Okay. Wir müssen ja über das Meer. Das ist also abgemacht. Alles klar, Max. Das mache ich nicht. Soll das ein Witz sein? Willst du damit sagen, dass es egal ist, wenn mein Brief einfach nicht erreicht? Nein, ich meine, es ist nicht... Ich meine nicht... Was meinst du denn dann, wenn du weiter den Aufstand probst? Mache ich es eben alleine. Okay, okay, ich feier, verdammt, ey. Hättest du das mal gleich gesagt? Dann ist es jetzt an euch. Seht zu, dass ihr ihn bekommt. Lylas Brief. Oder dass er ankommt, hat sie, glaube ich, gesagt, oder? Ich habe das gerade vielleicht. Sie ist ganz schön aggressiv. Sagt mir Bescheid, wenn ihr abfahrbereit seid. Yay, wir haben unser Boot. Wir sind der King und warum läuft er da schon wieder irgendwo dagegen? Hallo? Ich wollte mich hier mit Fisch eindecken, aber momentan wird gar nicht gefischt. Oh, der Arme. Eine Tüte Mitleid für dich. Hallo? Was? Wir suchen nach einem Schiff? Wir sind Fischer. Versucht es bei jemand anderem an. Wer bist du? Ihr wollt aufs Meer? Dann solltet ihr den Boss fragen. Na gut, aber der Kahn sieht auch nicht mehr so fresh aus, ne? Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir und dann beginnt die große Überfahrt. Aloha, hey, hey, aloha, hey, hey, oder so. Ja, ich möchte speichern. So. Okay. Hier ist der Hund übrigens von dem anderen. Oh, guck mal, da unten ist noch ein alter Mann. Hallo. Am Ostufer des Ozeans liegt Palma Costa, die größte Stadt in Sylvarand. Ja, das ist unser Ziel. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Tatsächlich, Sylvarand war unser Palma Costa war unser Ziel. Eines Tages werde ich eine Reise in diesem Boot machen. Na dann, viel Spaß beim Sinken. Nein. Was? Die Wellen sind so schön. Ja, ich gehe jetzt schwimmen. Okay, geht nicht. Alpha-Wand. Immer diese Alpha-Wand, die einen vom Schwimmen abhält, ey, das geht gar nicht. Wir starten eine Petition gegen Alpha-Wände. Danke, Merkel. Okay, können wir hier Fisch klauen? Okay, nein, wir können keinen Fisch klauen. Wieso glitscht der Typ hier eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend? Kopfsprung! So, hier geht's auch rein. Wer bist du? Komm heraus, Liebes! Was? Was? Was geht bei dem Mann? Mit wem spricht der da? Who is this mysterious guy? Ihr sucht ein Schiff, das einzige Schiff, das in diesem Hafen nochmal. Ihr sucht ein Schiff, das einzige Schiff, das in diesem Hafen noch einsatzbereit ist, gehört Max, dem Sohn des ersten Fischers. Also diesem Herrn hier. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir uns doch mal auf Le Reise. Seid ihr soweit? Natürlich. Okay, setzen wir die Segel und beschwert euch nicht bei mir, wenn wir auf Monster stoßen. Ach Quatsch, wir sind doch easy. Jetzt können wir endlich das nächste Siegel suchen. Genau. Ich hatte schon befürchtet, dass ich bei dieser Reise früher oder später auf einem Boot lande. Na dann, viel Spaß beim Kotzen. Was? Nein.
Wir sind auf See, wir sind auf See. Beruhige dich, dieser Kahn ist winzig. Willst du vielleicht herausfallen? Hey, entschuldigt, dass mein Schiff zu winzig für euch ist. Ich werde fallen. Aloha, aloha, aloha. Nanu? Das weite Meer von Sylvarand. Ist das da drüben schon Palma Costa, oder? Ach, wir... Ja, die Hafenstadt Palma Costa, ohne dass wir auf ein Monster gestoßen sind. Ist ja easy. Ich dachte jetzt irgendwie, das wird voll so der Battlefight-Überfahrtsgedöns. Wir sind da. Danke, Max. Was wirst du jetzt tun? Ich werde eine Eskorte von einem Kriegsschiff aus Palma Costa verlangen. Passt auf euch auf. Tut mir leid, dass du den ganzen Weg auf dich nehmen musstest, um uns zu begleiten. Bitte sei vorsichtig auf deiner Rückreise. Ihr auch. Okay, lasst uns nach Hinweisen auf das nächste Siegesuchen. Let's go! Und wie kommen wir dann wieder zurück? Hallo? Das ist ein großes Schiff. Ich frage mich, ob man es betreten darf. Mach's einfach. Okay, geht nicht. Wer bist du? Mir ist total langweilig. Wir können wegen der Monster den Hafen nicht verlassen. Ja, dann hast du halt Pech. Ach, guck mal hier, man kann an Bord. Die Gegend ist fest in der Hand von Magnus, dem Leiter der Farm im Osten. Aber dort schwächt Magnus Einfluss nach und nach. Geschieht ihnen recht. Wer ist Dor? Dorfisch? Ihr seid alle mit dem Schiff gekommen, nicht wahr? Ich bin überrascht, dass ihr keine Angst vor den Monstern hattet. Ja, wir sind ja auch, fresh. Wir haben früher mit diesem Schiff ganz Sylvarand mit Palmatrank versorgt. Aber jetzt können wir wegen der Monster den Hafen kaum noch verlassen. Na dann, kauft euch doch Kanonen. Achso, das hatten wir ja schon. Ja, genau, mit einem Konfetti im Kopf. So. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Oh, na dann könnt ihr. Hier im Sieben Weltmeere verkaufen wir hauptsächlich Fisch und Meeresfrüchte. Aha. Ja, egal. Ich habe das mit dem Kochen noch nicht ganz so raus. Palma Costa wird die Welt retten. Achso. Palma Costa wird die Welt retten. Wir haben große Schiffe und eine starke Armee und seid unter der Macht der Designs. Also. Schwierig. Hallo? Was ist das? Tut mir leid, dieser Turm ist tabu. Jedem, der nach oben geht, wird schlecht. Aha. Na dann. Wenn man also quasi so Entschlackungskur machen will, dann geht man einfach auf den Turm. Willkommen im Leinenlos. Was gibt's denn hier? Schöne Dinger. Man sieht dich. Das ist eine Anpassungsschmiede. Anpassungsschmiede. Masamune. Hä, hab ich das Masamune nicht schon? Dir fehlt ein Item. Ich habe weder ein Rapier noch weißes Silber. Willkommen in der Rüstungsschmiede Sturmflut. Kettenhemd. Ah, ich habe nicht genug Gold, Mann. Sonst würde ich hier nämlich jetzt noch das Kettenhemd für Lloyd kaufen, damit er ein bisschen mehr aushält. Warte mal, kann ich nicht irgendwas verkaufen? Ich habe doch bestimmt irgendwelchen Stuff, den ich nicht brauche. Hier das zum Beispiel. Holzklinge, Ritterklinge, Langschwert, Chakram, Nova, Kampfstab. Ich weiß, dass der... LOL, Kampfstab? Warte. Scheiße. Weichleder weg. Reif weg. Warum habe ich den da nicht ausgerüstet? Oh, jetzt haben wir wieder 2800 Gold. Sehr schön.
Dann kaufen wir ein Kettenhemd und eine Federrobe und einen Lederhelm. So, warte. Charaktertausch? Nein. Ausrüstung. Hartleder, Kettenhemd, Lederhandschuhe, Stiefel. Ach hier, Kopf, Lederhelm. So. Und bei Kratos können wir jetzt auch statt dem Weichleder das Hartleder ausrüsten und den Lederhelm hat er schon. Ah, okay. Oh ne, warte mal, diesen Ring. Es gab doch hier nur so einen Ring. Den gebe ich einfach mal Colette, oder? Den Armreif. Okay. Willkommen im Waffenladen. Ja, hier ist der Kampfstab. Warum habe ich den verkauft? Was ist denn Ausrüstung? Kann ich mich hier wieder so zurückkaufen oder so? Okay, eine Zurückkauffunktion gibt es also nicht. Na gut. Diese Designs sind böse, stimmt? Mama sagt, Dor wird sie alle kriegen. Wer ist Dor? Ich will Dor kennenlernen. Na du? Die fängt schon wieder an. Au, kannst du nicht aufpassen? Oh, tut mir leid. Ah, der Palmertrank, den wir eben bekommen haben. Hey, Lady, das war ein schönst wertvoller Trank. Wie gedenkst du ihn zu ersetzen? Ich werde sofort Ersatz beschaffen. Ein Ersatztrank? Glaubst du wirklich, dass das ausreicht, um meinen Ärger zu beschwichtigen? Jetzt hörst du dich an wie ein Idiot. Was hast du gesagt? Weißt du eigentlich, wer wir sind? Was soll mich das kümmern? Hey, du kleiner Stab. Ich möchte hier so schnell wie möglich weg. Mach jetzt keinen Ärger. Genau. Sie soll uns einfach den Palmertrank ersetzen. Hey, da habe ich aber nochmal Glück gehabt. Beeilt euch und besorgt diesen Trank. Das ist sein Kollege. Nein, ich bin in sie hineingelaufen. Ich muss dafür bezahlen. Na schön. Was ist los mit dir? Beeil dich und besorg ihn. Meines großen Bruders sind unumstößlich. Entzapft muss ich jetzt... Hallo? Nein, ich will nur speichern. Ja, ich möchte den Speicherstand überschreiben. So. So, wer bist du? Und warte. Ey, wir versuchen zu flüchten. Ey, was? Beeilt euch. Achso, wir können also da nicht lang. Der Palmertrank ist eine der wenigen Freuden, die ich am Leben habe. Und wo gibt's den? Vielleicht hier. Hier gibt's den bestimmt. Guten Tag. Palmertrank, ich fürchte, der ist ausverkauft. Bitte frag später nochmal nach. Really, motherfucker? Hey, das ist der berühmte Palmertrank. Hey, wieso ist der ausverkauft, wenn hier hinten 5000 Flaschen stehen, Mann? Ich fürchte, der ist ausverkauft. Da steht eine Flasche auf dem Tisch. Gib uns doch einfach die Scheiße, Mann. Ich sollte es nicht laut sagen, aber die Wahrheit ist, ich beneide Iselia um den Nicht-Angriffspakt, der nicht mehr existiert. So. Oh nein, was soll ich bloß tun? Mir ist eines unserer Fässer mit Palmertrank in den Fluss gefallen. Mama wird mich umbringen. Oder wir holen's raus. Ey, ich will doch nur den Scheiß da unten rausholen, Mann. Solche Kacke. Können wir nicht einfach so wegrennen? Der Palmertrank ist der Exportschlager von Palma Costa. Habt ihr ihn schon mal probiert? Wenn ich deinen Gesichtsausdruck richtig deute, vermutlich noch nicht. Aha. Kennst du Neil? 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 Neil ist der Assistent von Dor. Er ist ein wundervoller Mensch. Ich habe die Herzen gesehen. Hallo?
Ja, du hast eine mysteriöse Gemme mit einem Grad zu erwerben. Euer Grad-Grad reicht nicht aus. Aha. Was ist dein Grad-Grad? Ich bin ein Grad-Man. I'm a Grad-Man. Governor Dor! Mein Vater. Achso. Mein Vater wurde auf die Farm verschleppt und ist nicht mehr zurückgekehrt, obwohl ich ein braver Junge gewesen bin. Habt ihr noch etwas Geduld? Ich habe es dir versprochen, weißt du noch? Ich werde alle retten, die auf die Farm verschleppt worden sind. Aber ich bin einsam. Macht dir keine Sorgen. Mein Vater ist mit allen Leuten in dieser Stadt befreundet. Meine Mutter ist an einer Krankheit gestorben, aber dein Vater lebt bestimmt noch. Ich bin sicher, er kehrt zurück. Wirklich? Ja. Ja, sie werden alle verschleppt, weil sie sich gegen die Designs gewehrt hatten. Ich schwöre, ich werde sie retten. Okay, ich werde auf die Rückkehr meines Vaters warten. Du bist ein guter Junge. Lass uns gehen, Kilia. Ja, Vater. Wer war das? Governor Dor. Er rekrutiert Soldaten und kämpft gegen die Designs. Er ist ein großartiger Mensch. Nachdem er seine Frau durch eine Krankheit verloren hat, zieht er seine Tochter Kilia allein groß. Solange Governor Dor hier ist, werden wir uns den Designs nicht unterwerfen. Auch wenn wir auf die Farm verschleppt werden, Dor wird kommen und uns retten. Wir glauben an ihn. Die Leute in dieser Stadt sind alle so tapfer. Dieser Dor muss ein großartiger Mensch sein. Naja. Ach, bist du nicht der Kleine? Du da, wie heißt du? Lloyd? Okay, Lloyd. Vom heutigen Tag an bist du mein Untergebener. Folge mir. Bestimmt nicht. Neil monopolisiert die Aufmerksamkeit der Mädchen in der Stadt. Ich wünschte mir, er würde mit mir etwas davon abgeben. Achso, er würde mir davon etwas abgeben. Wer bist du? Lang lebe Dor. Obwohl er seine Frau vor 5 Jahren verloren hat, hat er keinen Moment der Schwäche gezeigt und weiter seine Führungsaufgaben in dieser Stadt wahrgenommen. Dor ist der Held dieser Stadt. Puff. Oh, mein geliebter Neil. Ich bin zu schüchtern, um ihm in die Augen zu schauen. Wieso sind die alle auf diesen Typen? Ist der wirklich so geil? Wir werden es beurteilen. Rechts könnt ihr den Tempel und die Schule sehen. Links befindet sich das Regierungsgebäude. Ich bin ziemlich schlau, was? Ja. Danke für die Wegfindung. Hast du das Dampfschiff am Stadtrand gesehen? Es steht für Spitzentechnologie aus Palma Costa. Dors Ehefrau ist bereits gestorben. Er lebt jetzt allein mit seiner Tochter Kilia. Achso, das hatten wir ja schon. Ich besuche heute den Tempel, um zu beten. Ihr solltet das auch tun. Aber ich bin Atheist. Die Jungs nehmen ihre Aufgaben nicht ernst. Aha. Hallo? Hallo? Wie geht es Ihnen, meine Dame? Was? Was? Ich bin so schwerhörig. Ich wette, da können wir nicht rein und wir können auch nicht in den Tempel gehen, um zu beten. Aber wir können hier reingehen, oder? Was ist das?